Hi, schön, dass du da bist. In diesem Tutorial zeige ich dir, wie du Bitcoin Mining betreiben kannst oder Ethereum Mining. Das Ganze funktioniert mit einem Gaming PC, aber du kannst auch einen schwächeren PC verwenden. Ich habe lange gesucht, um eine Methode herauszufinden, mit der das Ganze relativ einfach funktioniert, da das Thema an sich doch etwas komplizierter ist. Und in diesem Video siehst du oder lernst du von mir, wie du eben einfach Schritt für Schritt die Schritte machen kannst, damit du selbst mit deiner Grafikkarte oder deinem Prozessor eben Bitcoins minen kannst. Ansonsten wünsche ich dir mega viel Spaß mit dem Video und happy mining. Tschu! Cybersecurity. Be part of IT. Okay, dann beginnen wir gleich mal und öffnen die Webseite. Die heißt kudominer.com. Ich habe wirklich viele Miner getestet und bin zum Entschluss gekommen, das hier ist der einfachste und effektivste Miner für Anfänger, sage ich jetzt mal. Einfach kudominer.com eingeben, dann loggen wir uns hier ein oder machen uns einen Account, landen auf der Seite, klicken auf Sign Up and Download. Dann melden wir uns hier an mit unserem Google-Account oder wir können auch per E-Mail machen. Ich überspringe den Schritt mal kurz. Ja, wenn ihr euch dann einen Account erstellt habt und eure E-Mail registriert habt und euch eingeloggt habt, kennt ihr ja, dann landet ihr hier. Hier könnt ihr euer Betriebssystem auswählen, Windows, Ubuntu oder ein extra Miner. Ich empfehle euch natürlich Windows, wenn ihr auf Windows seid. Dann einfach hier auf Continue klicken, dann den ganzen Miner herunterladen. Und ja, ihr solltet natürlich euren Virenscanner davor deaktivieren. Das mache ich jetzt schnell. Denn ein Miner wird leider häufig als Virus gesehen und ist deswegen auch vom Virenscanner erkannt worden. Leider schade, aber viele Viren tun eben im Hintergrund minen und deswegen wird eben dieser Miner als Virus erkannt. Gut, dann einmal speichern, hier dann einmal draufklicken, einmal mit Ja bestätigen, also die Rechte geben, hier Agree klicken, Desktop App, Stable Version und dann einmal auf Install. Dann wird nochmal etwas heruntergeladen und das Ganze läuft von alleine durch. Wenn die Installation dann abgeschlossen ist, dann sehen wir hier unten den Kudominer. Hier einmal Doppelklick drauf, dann öffnet sich das Ganze und jetzt müssen wir hier den Username eingeben. Der Username ist das hier oben auf der Webseite. Also wir können jetzt hier auch einfach Continue klicken und wir sehen jetzt hier den Username. Den können wir kopieren und hier einfügen mit STRG V. Und klicken hier auf Go. Dann sind wir hier verbunden und wir können hier Continue oder das funktioniert automatisch. Und dann war es hier auch schon. Jetzt können wir Go to Devices gehen und wir sehen hier, unser Miner läuft auch schon. Er meint Monero und Ethereum und ja, wir können hier auch das Ganze konfigurieren, wie er das eben braucht. Genau. Hier sehen wir auch, alles läuft, also können wir weitergehen. Okay, wir sind jetzt hier auf der Webseite und wir sehen jetzt hier eine kleine Übersicht. Grafisch dargestellt, wie viel Bitcoins und ja, Kryptowährungen wir schon eben gemeint haben. In Sat umgerechnet, also Satoshi, eine Unterspaltung von Bitcoin. Und wir sehen hier, ich habe schon ein paar Moneros und Ethereums gemeint. Und das Ganze können wir hier auch nochmal anders darstellen lassen. Genau. Dann können wir hier auch das Ganze auszahlen lassen, indem wir hier auf Withdraw Funds gehen. Hier können wir dann auswählen, welche Währung wir auszahlen lassen wollen und wie viel davon. Hier sehen wir, wie viel wir haben und hier können wir dann eben einstellen, wie viel wir abheben wollen. Dann sehen wir hier auch noch die Transaktionsfee, also die Gebühren. Manchmal sind hier welche, manchmal eben nicht. Und hier können wir dann die Adresse eingeben, auf die wir das Ganze senden wollen. Ja, das funktioniert mit jeder Kryptowährung, die wir eben gemeint haben. Und
finde ich sehr cool, dass das hier relativ leicht geht. Dann schauen wir uns hier nochmal die Devices an, die für uns arbeiten. Also mein Computer hier, der arbeitet auch gerade schon wieder 17 MHz pro Sekunde. Meint er gerade Ethereum. Und ja, vor 3 Minuten hat er angefangen. Jetzt können wir hier auf Configurations klicken und eben das nochmal genauer einstellen. Wir können hier auf Default Configurations klicken und eben sagen, er soll bitte andere Mining Verfahren auch verwenden. Viele werden nicht unterstützt, aber die wichtigsten sind standardmäßig aktiviert und werden auch unterstützt. Genau. Aber wenn ich jetzt hier ins Detail gehen würde, dann wird es den Rahmen sprengen. Lasst es einfach so, wie es eingestellt ist. Dann macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Wenn ihr euch besser auskennt, könnt ihr das hier eventuell auch noch optimieren. Genau. Dann schauen wir nochmal bei Workers. Und hier sehen wir unsere Pools, die sehen wir auch nochmal, ja, die auf der Web, also auf unserer, ja, Software, sage ich mal. Hier sind die ganzen Pools und Miner, an denen gerade gearbeitet wird. Gut, dann haben wir hier die Wallets, sehen wir, wie viel ich schon gemeint habe. Und die Transaktionen nochmal. Und dann können wir hier auch nochmal die Payments machen, dass die automatisch bezahlt werden, ausgezahlt werden und ein Activity Log, falls irgendwas sein sollte. Ja, genau. So läuft die ganze Oberfläche, relativ einfach gehalten, schlicht gehalten. Und ja, jetzt schauen wir uns nochmal die Software genauer an. Okay, wenn wir das Ganze eingerichtet haben, dann sehen wir auch schon hier unsere Übersicht, unser Dashboard. Und hier sehen wir, es läuft auch schon. Der Miner läuft schon, er arbeitet schon. Wir sehen hier Running. Wir können auch das Ganze deaktivieren, wenn wir hier drauf klicken auf Disable. Wir sehen die Monthly Earnings, also wie viel SAT wir bekommen. Das ist ungefähr ausgerechnet, sage ich jetzt mal. Jetzt nochmal kurz erklärt, was ist SAT überhaupt? SAT ist eine Art Kryptowährung oder ist eine Kryptowährung. Besser gesagt, die Unterteilung von einem Bitcoin. Also ein Satoshi ist 0,00001 Bitcoin wert. Und dafür gibt es auch einen Umrechner, ein SAT oder Satoshi Umrechner. Und hier habe ich jetzt einfach mal den Wert genommen, den er mir hier anzeigt. Und hier eingefügt in den Satoshi-Rechner, wie viel das dann in Euro sind. Also wir könnten hier mit meinem PC 72 Euro mit meinem Gaming-PC verdienen, wenn er halt Tag und Nacht läuft. Genau, der Link zu dem Umrechner, der kommt natürlich auch in die Beschreibung. Und so könnt ihr dann eben herausfinden, wie viel Geld ihr mit dem PC machen könnt. Dann sehen wir unsere maximale Temperatur und unsere Power-Auslastung, auch ganz wichtig, um vielleicht später zu berechnen, ob sich das Ganze überhaupt rendiert und ja, wie viel Strom wir zahlen müssen. Genau, dann sehen wir hier, die CPU rechnet, die arbeitet gerade an Monero, ist auch eine Kryptowährung, und hier sehen wir den Status Running. Dann sehen wir hier, welcher Miner verwendet wird, 6.8, und die Hash Rate. Die ist am Prozessor natürlich niedriger, da der nicht so dafür ausgelegt ist, gut zu meinen wie eine Grafikkarte. Wir sehen hier den Prozessor, wie viele Kerne und die Taktfrequenz. Genau, dann bei Nvidia. Das ist jetzt schon, das bringt uns mehr Geld, sage ich mal, die Grafikkarte. Ich habe hier eine 1060 mit 6 GB und die kann am besten Ethereum minen. Deswegen ist das hier auch schon eingestellt. Und wir sehen hier auch wieder den Miner, das ist der Phoenix. Und ja, die Hashrate, hier sehen wir viel höher, wir sind hier schon im Megahertz-Bereich und hier haben wir 17,65. Genau, hier unten sehen wir auch wieder, wie viel Prozent ausgelastet, Temperatur, wie stark die Lüfter laufen und nochmal den Stromverbrauch. Das gibt uns den ganzen Überblick. Hier, das ist am interessantesten für euch, wie viel ihr eben dann im Monat wahrscheinlich verdienen werdet. Wir sehen hier auch die Statistik, wie viel Satz wir am Tag verdienen. Bei mir jetzt noch nicht so viel, das läuft gerade auch nur ein paar Minuten, sage ich jetzt mal. Wie viel wir in der Stunde verdienen und wie viel wir schon in der
Minute gemacht haben. Wir sehen hier, in der Minute machen wir ungefähr 50. Mit der CPU und mit der GPU, also Grafikkarte, machen wir ja 25, sage ich jetzt mal. Auch relativ interessant. Dann sehen wir hier die Benchmarks, welcher Miner wie viel Satz produzieren kann pro 30 Tage und welche Hashrate das Ganze hat. Dann die Jobs. Das finde ich auch hier sehr cool. Wir sehen ganz genau, welche Projekte aus Nexus abarbeitet. Das Coole ist bei Kudo ist eben, dass er verschiedene Währungen meint und somit den maximalen, ja, Erfolg herausholt, sage ich jetzt mal. Und das macht er eben, indem er verschiedene Währungen meint. Also nicht nur ja, Monero, sondern auch Ethereum oder Bitcoin Gold sehen wir auch hier. Was eben gerade am rentabelsten ist. Genau, dann sehen wir History, sehen wir, welche ganzen ja, Jobs wir schon durchgeführt haben. Hier habe ich ein paar Tests gemacht und in den Settings können wir hier noch ein paar Sachen einstellen. Da viele Miner als Virus erkannt werden, da sie auch von Viren im Hintergrund installiert werden können, kann es passieren, dass euer Virenscanner euch eben anzeigt, ja, das ist ein Virus, aber es ist kein Virus. Ihr seht auch bei mir, ich bin jetzt gerade nicht geschützt, ich habe meinen Virenscanner deaktiviert, da es ansonsten Probleme gibt. Genau, dann habe ich hier Enable Third-Party Miners, da kommen eben bessere Mining-Softwares von Drittanbietern auf eurem PC. Das würde ich euch auch empfehlen, dann habt ihr bessere Miningsleistung und ja, Overclocking. Würde ich euch eventuell nicht empfehlen, nicht, dass irgendwas zu heiß wird und eure Grafikkarte abschmiert oder sowas. Und ja, automatically enabled workloads, ja, kann man auch aktivieren. Wir sehen jetzt hier auch nochmal, was alles aktiviert ist, welche Miner. Ihr könnt die alle hier aktivieren, solange eben nichts abstürzt. Genau. Dann sehen wir hier auch noch Schedule, ob es sichtbar ist oder minimiert, ob es gleich mit dem PC starten soll und so weiter. Genau, das ist die Oberfläche und ja, so läuft eben Bitcoin Mining. Auf jeden Fall sehr cool, wenn ihr das selber ausprobieren wollt, probiert es gerne aus. Ihr wisst jetzt wie und das ist hier, wie gesagt, eins der einfachsten Methoden und effektivsten Methoden mit eurem normalen Gaming-PC zu minen. Also, ich wünsche euch noch einen mega schönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video und nicht vergessen zu abonnieren und zu liken. Bis dann. Peace.